Okay, hier hinten war nichts, habe ich schon geguckt. Gehabt letztes Mal. Komm schon. Kann ich auch wegmessern, wenn ich hochkomme, Freundchen. Aber das macht noch weniger Spaß. Geil. So, hier scheint nichts rumzulegen. Machen wir den erstmal weg. Ja, sehr gut, Captain. Aber da ist noch eine Kanone weiter oben, die auf unser Flugzeug gefeuert. Wir klettern gerade die Krippe unter der Festung hoch. Beeilen Sie sich, wir treffen uns doch oben. Ich verschwinde da mal, bevor das Vieh auf mich zielt. Oh Gott. Alter, ich bin gerade voll erschrocken. Blödes Regime-Arsch. Ohne Witz. Gut, hinter mir ist keiner. Na komm schon, Freundchen. Oh lol, das sind ja zwei. Er lebt immer noch. Da hinten versteckt sich einer. Beziehungsweise hat er sich versteckt, ist dann hochgekommen und das war sein Ende. Nice. Boah, ich habe mir übelst angewöhnt, ständig Q zu drücken, um zu gucken, ob ich alles mitgenommen habe. Das ist jetzt gerade ziemlich kontraproduktiv. Zwar ist jetzt in Wolfenstein auf Q nichts gelegt. Aber ist trotzdem ein bisschen nervig. Ja, der hat doch gerade irgendwas mit EA, die Knarre. Da switche ich mal auf Sturmgewehr zurück. Und bevor ihr jetzt anfangt, in die Kommentare zu spammen, warum machst du denn nicht mit Akimbo und so? Ich kann absolut nicht treffen, wenn ich Akimbo spiele. Das habe ich jetzt schon probiert mehrmals. Und außer, dass es mir in dem Kampf gegen Totenkopf am Ende ein bisschen geholfen hat. Tja, mehr war es auch nicht. Das hat mich mehr und irgendwelche Bedrängnisse gebracht als alles andere. Okay. Wo? Oh, ja. Yeah. Sag mal, könnte es sein, dass irgendwie die Musik aus ist? Das will ich mal ganz kurz überprüfen. Sound. Ist an eigentlich. Apropos Sound. Das werde ich wahrscheinlich auch schon in der Anmod zum letzten Part erwähnt haben. Ich habe da so eine tolle Playlist auf Spotify gefunden. Ich werde die auch jedes Mal bei Wolfenstein in die Videobeschreibung packen. Die habe ich mir beim erstmaligen Durchspielen immer gegeben. Ist schon nice, die Playlist. Ich sehe nichts. Rein theoretisch könnte ich ja jetzt mit Betsy herumrennen, aber ich kann mit Betsy nicht so wirklich zielen und ich bin damit zu langsam, als dass es sich lohnen würde, mit Betsy herumzurennen. Außerdem wird man die jetzt hier gleich eh verlieren, also was soll's. Oh Gott. Danke, Wyatt. Hier, ich helfe Ihnen hoch. Private Wyatt, guter Junge. Sie haben sicher noch die Gelegenheit, sich zu revanchieren. Hier, ich helfe Ihnen hoch.
auf, Jungs. Jetzt wird unser Job hier langsam kompliziert. Die Mehrheit der Regimetruppen ist jetzt hinter uns her. Alles klar? Das macht diese Idioten. Private Gates, melde mich zum Dienst. Ja, verrückt und unerschrocken. Willkommen im Krieg. Private, übernehmen Sie. Also, General Totenkopf war uns noch nie so nah wie jetzt. Und eine ziemlich eklige Wunde, Private. Kümmern Sie sich drum. Schalten wir den General aus, haben wir das Regime bei den Eiern. Versagen wir, verspeisen die uns zum Frühstück. Sie haben uns mächtig in den Arsch getreten, aber wir Sir, haben schon... Sir, meine Augen tränen. Ich glaube, ich werde krank. Ist das normal? Nur die Nerven. Ich weiß einen Trick. Einatmen, bis vier zählen. Ausatmen, bis vier zählen. Das war's. Dass ihr nicht von verdammten Frankensteins durchgevögelt wird. Also macht euch bereit, Leute. Diesmal bringen wir es zu Ende. Und jetzt los! Los, Bewegung! Los! Auf nach oben. Wollen Sie Wurzeln schlagen? Das hier ist Krieg, kein beschissener Sonntagsspaziergang. Ein gutes Team. Wie Vater und Sohn. Ich werde seine geilen Kommentare jetzt schon vermissen. Gates, Manson, Ihr Job ist simpel. Klettern Sie die Mauer hoch, suchen Sie im Kontrollraum die Steuerung für diese fette Tür und öffnen Sie sie. Nehmen Sie alle Waffen an sich, die Sie finden. Sie sind besser als unsere. Das ist auch eine geile Aussage. Sobald die Tür offen ist, gehen wir rein, kämpfen uns nach oben und treffen uns in den oberen Stockwerken. Dort suchen wir Totenkopf und jagen ihm eine Kugel in den Kopf. Hier. Wenn es nur so wäre. Bleiben, Leute, aber nicht vergessen, das ist vielleicht unsere letzte Chance. Wenn wir Totenkopf nicht erwischen, ist es aus. Klettern Sie los! Sage ich Ende. Oh. Scheiße! Setz die Jungs an der Mauer! Feuerschutz! Er gehört mir! Oh. Ich hätte die Typen eventuell nicht anballern sollen. Das war jetzt nicht sonderlich klug. Ach du Kacke. Das kannst du laut sagen. Ey, jetzt stirb doch mal. Danke. Fast geschafft, Sir! Einfach weiter! Tut mir leid. Ich habe ihn nicht gesehen. Scheiße. Gehen Sie in den Kontrollraum und öffnen Sie das Tor. Und noch ein getötet, General. Führen Sie Buch. Einer von uns beiden wird heute sterben. Das bin... nicht ich. Zum Glück. Öffnen Sie das Tor. Okay. Auf nach unten. Wir gehen rein. Kämpfen uns in die obere Geschosse vor. Nee, ich spring da nicht runter. Ich laufe hier hinten lang. Scheiße, der hat mich gesehen. Scheiß drauf, ohne Witz. Soll ich erst mal die Generale suchen. Das ist doch gleich beide hier. Wegmessern. So, jetzt können wir wieder. Achtung!
Wo ist das scheiß Hundeviech? Das war wieder on top. Ich glaube, ich habe das Spiel kaputt gemacht. Warum werft ihr Wichser eigentlich immer mit Granaten um euch? Ich finde dieses Spiel so krass. Vor allem in puncto, was hier Detailreichtum anbelangt. Okay, in der Kiste ist nicht weiter. Was mich halt immer noch so stört, ist der Fakt, dass du in Deutschland nicht die komplett unzensierte Version kriegst. Ja, nice, ein Schalldämpfer. Warum habe ich den die letzten Male nicht gesehen? Weil, okay, dass man früher beim alten Wolfenstein gesagt hat, ja gut, das ist keine Kunst. Hier ja kriegst du keine Freigabe, weil Hakenkreuze und so. Beim neuen Wolfenstein, vor allem jetzt halt bei The Old Bloods, was glaube ich, dann halt die New Order und The New Colossus, verstehe ich es halt absolut nicht. Rein storytechnisch sind die Spiele für mich jetzt schon irgendwie wie eine Art Kunst, wie ein guter Film. Wenn ihr versteht, wie ich es meine. Oh Gott, dieses blöde Dreckshundeviech. Ich werde wegen diesen Drecksködern dieses Mal 100% wieder so häufig sterben, dass ich dann einfach irgendwann frustriert aufgebe oder so. Ich sehe es jetzt schon kommen. Ey, diese Viecher. Ein Porträt in Auftrag zu geben, das ihrem Ego schmeichelt. Da verschwenden sie ihre Farbe, General. Erstmal, hier ist eine Golddingens gewesen. Irgendwas Goldenes auf jeden Fall. Ich glaube, es war goldenes Schwert. Nur mit der Interesse halber hier hochgucken. Stopp! Keine Bewegung! Ich hätte es nicht machen sollen. Achtung! Wombo Combo. Warum sind hier so viele Regime-Fuzzis? Wenigstens erkennst du selbst, dass deine Soldaten relativ unfähig sind.